Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornhub. Wir schauen uns heute den Abschleppketten-Mod an vom Modder Kenny 456. Es handelt sich hierbei um eine Abschleppkette, wer hätte es gedacht, der Marke Eigenbau Lizard. Diese findet ihr in der Kategorie Diverses und dann halt irgendwo hinten bei Mods. Daten dieser Kette, sie kostet euch in der Anschaffung 500 Euro, im Leasing 25 Euro. Arbeitsbreite 2,7 Meter, benötigte Leistung 150 PS, Unterhaltskosten 5 Euro am Tag. So sieht der ganze Spaß aus, wenn ihr euch das Ganze kauft. Es ist eine Kette. Diese Kette könnt ihr nicht aufheben, also ihr habt diesen Hulk-Mod mit drauf, ist ganz klar. Und untergliedert sich in zwei Bereiche. In den roten und in den nicht roten. Der rote Bereich ist immer der Bereich, wo ihr die Kette anhängen müsst, also sprich an euren Traktor. Danach stehen euch diverse Features zur Verfügung, wie zum Beispiel, dass ihr die Kette selbst an euren selber Traktor ranmachen könnt, somit könnt ihr sie transportieren und noch vieles anderes. Ich habe da mal eine Situation vorbereitet, nämlich hier, beziehungsweise bevor wir auf die Situation kommen, zeige ich euch das nochmal kurz. In dem Fall ist das nämlich jetzt hier vollständig bereinigt. Normalerweise sieht das Ganze so aus, ne? Die Kette liegt, die schwackt ein bisschen so physiktechnisch rum, die liegt eigentlich so da, dann klappelt ihr sie mit Q an und dann habt ihr hier ein Informationsmenü, ich mache mal kurz den Motor aus, dann habt ihr das Informationsmenü, ja, X klicken, um sie selber zu befestigen, ganz klassisch, das sieht dann so aus, schwackt teilweise, je nachdem wie ihr steht, physikalisch ein bisschen rum, zack, könnt ihr sie wieder loslassen, fertig aus, ihr könnt mit Y das, manuelle Anbringen der Abschleppkette noch mit aktivieren, sodass ihr dann ans Fahrzeug rangeht, dann die Taste X drückt und dann macht das halt so. Ansonsten easy peasy und ihr könnt dann die Taste B drücken, um den Motor anzumachen. Dazu kommen wir aber gleich. Ich habe da, wie gesagt, mal eine Situation vorbereitet. Und zwar, wer kennt es nicht, ihr seid mal wieder mit euren Roba Panda 2 in den Felsbrunner See gefahren. So. Und den müssen wir jetzt rausziehen, ne? Ich kann auch hier nicht mehr einsteigen, also sprich, es ist der einzige Traktor, den ich hier habe. Das Ding scheint verloren zu sein und jetzt kommen wir, ja, mit dieser wunderschönen Abschleppkette. In dem Fall ist es jetzt wichtig, dass der Arsch vom Roba zu uns zeigt, sonst können wir die Kette nicht anbringen. Also, wir fahren mit dem Case einmal hier nach unten, Richtung Wasser. So. Drücken jetzt die Taste X und die Kette wird gelöst. Jetzt fahren wir etwas runter, sodass die ungefähr so unter dem Arsch ist und dann drückt ihr X. Und ihr seht, aha, hat es erfolgreich befestigt. Jetzt habt ihr auch hier eine neue Taste dazu, und zwar die Taste B. Schalten Sie das angeschlossene Fahrzeuggas ein. Das bedeutet im Endeffekt, dass ihr die Maschine aktivieren, also den aktivieren oder deaktivieren könnt. Wird mal mehr, mal weniger leichter dann. Ich sage jetzt einfach, okay, zieht die Karre hier raus. Und ihr seht schon, ist gar nicht so einfach, deswegen drücke ich jetzt einfach mal B, sodass wir die Kiste im Wasser mehr oder weniger mit Gas versorgen. Und da seht ihr schon, es funktioniert leichter. Ja, dann wird hier ein bisschen hochgeturnt. Und schon haben wir unseren Tiger aus der Versenkung wieder herausgeholt. Simple Sache. Das Ganze ist lockfehlerfrei. Und mehr gibt es dazu auch eigentlich nicht zu sagen. Kenny, Dankeschön für den Mod. Kenny, thanks to the mod. For the mod. English is the best. Und ich kann euch noch viel Spaß wünschen. Download-Link ist in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß, inklusive kleine Bewertung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Peace and out.